Hallo, da ja nun der neue Stall fertig ist, ihr seht ihn hier im Hintergrund, und ich reichlich Platz habe im alten Stall, da der letzte Nachwuchs jetzt einmal hier und einmal hier aufgeteilt ist, kommt jetzt die Zeit, wo ich mir dachte, es könnte ja mal wieder neuer Nachwuchs herangezogen werden. Und darum soll es heute in dem Video gehen. Vorher möchte ich euch kurz noch zeigen, was ich jetzt hier getan hat oder was jetzt meine Vorgehensweise war mit dem Nachwuchs. Ich konnte ziemlich eindeutig erkennen, dass der Nachwuchs aus den Großsilber Weiße Wiener Mischlingen aus zwei Böcken und zwei weiblichen Exemplaren bestand oder besteht. So, dann habe ich die zwei Böcke, die ihr jetzt hier gerade seht, hier oben rein verfrachtet und ursprünglich erst ohne dieses Trennsheet. Ja, dann habe ich das einen ganzen Tag beobachtet und festgestellt, dass die sich überhaupt nicht verstanden haben. Die sind wirklich die ganze Zeit hintereinander hergejagt, haben sich gegenseitig bestiegen. Ich habe schon gedacht, ich habe irgendwelche schwulen Böcke da drin. Auf jeden Fall habe ich dann am Ende des Tages mich dafür entschieden, dieses Trennsheet reinzusetzen. Anfangs, als das drin war, haben die natürlich versucht, da irgendwie durchzukommen, sich gegenseitig wieder zu belästigen. Aber mittlerweile haben die das vollkommen akzeptiert. Die Buchten sind trotzdem ziemlich groß, also viel größer als das, was man normalerweise kennt von Buchten. Und ich glaube, die fühlen sich ja ganz wohl. Die zwei Weibchen habe ich dann einen Tag später auch getrennt, also von der Mutter getrennt, und habe die jetzt hier unten verfrachtet. Da war anfangs dasselbe Spiel, die sind halt sich hintereinander hergehoppelt und haben sich gegenseitig bestiegen und aufeinander rumgerammelt. Und letztlich hat sich das aber nach ein paar Stunden gelegt. Und soweit ich das jetzt beobachten konnte, immer wenn ich hier im Stall war, verstehen die sich ganz gut und keiner besteigt mehr keinen. Ich denke oder habe gelesen, dass das die weiblichen Kaninchen auch machen, um erstmal die Rangordnung festzulegen, festzustellen. Bei den männlichen Kaninchen ist das Problem, dass sie sich halt irgendwie nicht einkriegen und sich nicht einigen können und eventuell die Gefahr besteht, dass sie sich beißen und wirklich verletzen. Deswegen haben jetzt die weiblichen Kaninchen kein Trennsheet bekommen. Wie ihr sehen könnt, fehlt das. Hier muss wieder Heu rein. Also die Heuraufen sind ja schon fertig, aber noch nicht eingebaut. Bis auf hier unten bei den Zwergkaninchen. Hier seht ihr die Heuraufe in Funktion. Und ich konnte schon mehrfach beobachten, wie die Zwergkaninchen da tatsächlich oben drauf springen und denen das Spaß macht, da oben drauf zu sitzen. Gegen die Kälte habe ich hier noch so ein kleines Häuschen reingebaut. Jetzt sind die gerade da drin, weil die sich verstecken. Denen ist das hier draußen wahrscheinlich zu laut. Ja, und auch da klettern die ganz oft hoch aufs Dach. Wobei die diese Rampe so gut wie gar nicht nutzen. Die springen immer einfach so hoch. So, hier ist der faule Bock. Mein Großsilberbock. Der ist mittlerweile auch sehr handzahm geworden. Und heute ist ein großer Tag. Heute darfst du ran. Was er natürlich noch nicht weiß. So, dafür wird heute dieses Holz entfernt, dieses Trennsheet. Die habe ich ja bei dem Stall aus einfachem MDF-Holz gebaut. Ja, und kam halt dann auf die Idee, die aus Maschendraht zu machen, deswegen bei dem neuen Stall aus Maschendraht. Ich glaube, das hat sich auch bewährt. So, jetzt werde ich auf jeden Fall dieses Trennsheet rausmachen und dann ist der Stall in der unteren Ebene komplett miteinander verbunden. Und das ist jetzt die Mama der alten Zucht, die ich jetzt hatte, der Mischlinge. Die ist jetzt hier quasi allein in diesem Riesenbereich drin. Und ich hoffe, dass die sich nicht zu sehr beißen oder irgendwie, dass irgendwas passiert. Ich muss es einfach beobachten. Ich habe das in dem
Stil noch nicht gemacht. Bisher habe ich die halt immer außen in meinem provisorischen Außengehege habe ich die zusammengesetzt und da konnten die sich halt einen Tag lang vergnügen. Hat auch dann funktioniert. Ja, aber draußen ist es eindeutig zu kalt und ich möchte halt diesmal diesen Zuchtstall, der eigentlich dafür gedacht war, dafür nutzen, um die halt zusammenkommen zu lassen zum Decken. So, dann werde ich jetzt mal das rausschrauben. Okay, mit Kreuzschlitz funktioniert das nicht so gut, wenn man da Torx-Schrauben genommen hat. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich muss meinen Torx-Schraubendreher holen. Da bin ich wieder und ich glaube, damit geht es auch wesentlich einfacher und schneller. Ja, geh mal weg. Du wirst heute befreit. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ihr auch? Ich habe die gestern komplett sauber gemacht, alles rausgemacht. Also das ist nämlich der Bock. Der hat jetzt gerade mal die Seite gewechselt. Und da ist die Häsin. Die hat auch die Seite gewechselt. Völlig verwirrt. Sind aneinander vorbeigelaufen und befinden sich jetzt auf den jeweiligen anderen Boxen. Na, mal schauen, wie es weitergeht. Ich mach mal lieber etwas rum. So richtig klar kommen die jetzt gerade nicht. Aber zum Glück haben die ja Platz, um sich aus dem Weg gehen zu können. Das ist jetzt die Häsin. Die erkennt man gut an den Doppelkinn. Die war schon immer so fett, keine Ahnung warum. Die bekommt genauso viel zu fressen wie die anderen. Gut, jetzt mache ich das mal zu und lasse die mal mehr in Ruhe. Wir beobachten das etwas von der Ferne. Also die besten Freunde scheinen es nicht zu sein. Und wenn das einen Tag weiter so geht, verliert die Häse noch ihr Doppelkinn. So viel Kalorien, wie die jetzt verbraucht durch das Hin und Herrennen. Oh, jetzt geht's zur Sache. Quasi ist das Kennenlernen schon vorbei. Das muss ja auch reichen. Warum soll man ewig sich im Vorfeld kennenlernen? Na, es geht am Ende doch nur um das eine. Beim Sex gefilmt zu werden, ist natürlich auch nicht so ohne. Habt ihr jetzt gesehen, wie der Bock von der Häsin heruntergefallen ist? Das ist nämlich das Zeichen, dass es funktioniert hat. Als ich den weißen Wiener mit dieser Häsin gedeckt habe, der ist ja nun bedeutend kleiner als dieser Groß Silber, habe ich das Ganze auch beobachtet. Und da ist er dann halt immer hinten hochgesprungen, hat sein Akt halt vollbracht und dann ist er halt runtergefallen. So, dann habe ich gedacht, ja, ist halt ein bisschen zu groß, diese Häsin. Und da lag halt einfach daneben, ist auch nicht gleich wieder aufgestanden und da habe ich schon gedacht, was macht denn der jetzt? Wieso fällt der denn runter? Und dann habe ich mal jemandem das erzählt, der auch Kaninchen züchtet und der sagte halt,
die müssen runterfallen, weil das dann ist es halt vollbracht. Wenn die nicht runterfallen, dann war das halt ein Fehlschuss oder so ähnlich, keine Ahnung. Stimmt, du darfst auch bald wieder ran, weil der weiße Wiener soll dann diese beiden Häsen entdecken. Ja, die zwei haben sich jetzt erstaunlich schnell aneinander gewöhnt. Oder die sind einfach nur erledigt. Weil so viel Rennen sind die ja nicht gewohnt. Das ist jetzt ein typisches Dominanzverhalten, weil die Häsin obendrauf macht natürlich wenig Sinn. Aber der Bock unterwirft sich. Oder auch nicht. Hey, was bist du für ein Weichei? Lass dich nicht von der Frau besteigen. Kleiner Scherz am Rande. Sehr lustig, oder? Was haben die denn jetzt gemacht? Also das ist jetzt wieder die Häsin, die oben drauf sitzt. Aber wie die Häsin sich jetzt auf den Rücken geworfen hat, was macht die denn mit dir? Los, hinterher, nicht so schnell aufgeben. Ja, ich lasse die heute noch zusammen. Sollte das problemlos funktionieren und die sich halt dann irgendwie vertragen, bleibt dann der Stall so, wie er jetzt ist. Die untere Ebene bleibt komplett offen. Und in circa einem Monat sollte meine Großsilberhäsin dann ein Nest bauen. Und wenn das soweit ist, werde ich diese Trennschiete oder dieses Trennschiet wieder reinmachen, sodass sie wieder ihren Reich hat. Beziehungsweise trenne ich zuerst diesen Bereich ab, wo die Häsin war, dass die eine kleinere Bucht hat, wo die dann halt ihr Nest baut. Ich habe gehört, dass wenn die eine große Fläche zur Verfügung hat, dass die dann eventuell mehrere Nester baut. Und naja, das will ich halt vermeiden. Deswegen kriegt die, wenn sobald die Nest baut, kriegt die jetzt nur eine Bucht. Der Bock kann sich dann in zwei Buchten aufhalten. Und wenn die Jungen da sind, werde ich das wieder so herstellen, wie es jetzt eben war, dass der Bock wieder in seinem eigenen Bereich ist und die Häsin diesen großen Bereich für sich hat. Okay, ich glaube, hinter mir rammelt es gleich gerade wieder. Aber ich glaube, die Häsin war wieder oben drauf. Na dann, ich habe das jetzt eine ganze Weile beobachtet. Ich bin jetzt noch unschlüssig, ob ich die jetzt noch zusammenlasse oder wie auch immer, weil es ist eigentlich das ganze Zeit das gleiche Spiel. Die Häsin rennt von einer Seite auf die andere, legt sich dann halt jeweils immer dorthin. Der Bock geht halt immer wieder auf die Häsin zu. Na, der fühlt sich irgendwie angezogen von ihr. Und immer wenn er kurz davor steht, springt die mit einer Gewalt auf ihn drauf. Ihr könnt es vielleicht im Hintergrund jetzt sehen. Aber da kriegt einfach nicht genug. Also ich denke mal, der Bock ist ziemlich robust und vielleicht ist das jetzt nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich müsste das einfach mal einen Tag so lassen und vielleicht vertragen die sich ja irgendwann. Man muss es ja irgendwann mal ausprobieren, weil sonst weiß man ja nie, wie es wird, ne? Das sind halt Erfahrungen, die man sammeln sollte und muss, wenn man Kaninchen züchten möchte. So, die Häsin liegt links, der Bock wieder davor. Doink, wieder einen auf den Dez gekriegt. Ah, okay. Nochmal paarungsbereit. Stellungswechsel.
Die wollte mal die Missionarstellung ausprobieren. So schnell geht das bei Kaninchen. Aber da musst du irgendwann mal genug kriegen. Hol dir jetzt das ganze letzte halbe Jahr nach. Na okay, ich lasse das jetzt so, wie es ist. Und vielleicht morgen, übermorgen entscheide ich dann weiter. Eventuell Schiede wieder rein oder einfach offen lassen. Mal sehen. Ciao. Wir haben es jetzt 20 Uhr und ich habe das immer wieder beobachtet, wie die zwei sich nun verhalten. Ich glaube, das Weibchen ist jetzt total froh darüber, dass ich jetzt doch das Trennschiet wieder reingemacht habe. Denn das ging in einer Tour. Da wollte nur poppen oder rammeln, heißt das ja bei denen. Okay, also er hat sich jetzt wieder eingekriegt. Ich habe das Trennschiet reingemacht, um sie halt, um ihr halt etwas Ruhe zu gönnen. Und er hat jetzt die ganze Zeit versucht, durch das Trennschiet zu kommen, aber das ist massiv Holz, da kommt er nicht durch. Ja. Meine Häsin liegt völlig geschafft da und ist wahrscheinlich wirklich sehr glücklich drüber. Okay, er hat nicht so funktioniert, wie ich dachte, dass die halt jetzt die ganze Zeit in dieser Ebene zusammenlaufen können. Aber mir fehlt halt auch die Erfahrung in dem Bereich. Aber jetzt weiß ich halt Bescheid. Gut, also muss er halt wieder in seiner einen Bucht bleiben. Dann, ciao, bis dann.